Anfang des Jahres 1986. Da drehte ich meinen ersten Spielfilm, Die Helden von Heidenragmahn. Drehbuch wurde geschrieben in den Weihnachtsferien 85 auf 86. Und danach begannen wir mit den Dreharbeiten. Den Prolog drehten wir in den Faschingstagen. Da lag noch richtig schön Schnee und Eis. Und hier sieht man also mich. Ich war also in dem Film nicht nur der Regisseur und Drehbuchautor, sondern ich habe auch eine wichtige Nebenrolle gespielt, nämlich den Bewahrer des Guten, Hank Almenhardt, den weisen Alten, der dann den eigentlichen Helden, die Hauptperson dieses Films, Joe Arrows, eben ausgebildet hat. Es ist ein Science-Fiction-Film mit dem Titel Die Helden von Heidenragmahn. Ich habe diesen Film gedreht an Ostern 1986 in Hollywood, nach Stetten, in der Nähe von Augsburg, Westdeutschland. Die Darsteller in diesem Film sind Mädchen und Buben von 10 bis 14 Jahren. Das ist das Besondere an diesem Film. Ich möchte Sie jetzt mitnehmen auf eine Reise zum Planeten Heidenragmahn. Dort werden Sie den jungen Helden Joe Arrows kennenlernen und seinen Freund Woody Walker. Sie begegnen König Radal, seiner Tochter Prinzessin Amanda und ihrer Schwester Sylvia. Sie werden lachen über den verrückten Professor Balthasar Formulus und seinen dummen Diener Ludwig. Sie werden Spaß haben an den putzigen kleinen Sotkis. Und sie werden sich fürchten vor Santana, der Herrin der Unterwelt, ihrer Tochter Roxana und den schrecklichen Monstern. Doch zuallererst kommen Sie mit mir zu Hank Almenhardt, wo der junge Joe Arrows gerade seine Ausbildung beendet. Der gesamte Film, die heutige Episode 2 Santanas Rache, ist auf der Rückseite dieser DVD zu sehen. Hello, here I am again. Hallo, da bin ich wieder. Ich hoffe, Ihnen hat mein Film gefallen. Wenn Sie schon gespannt sind, wie die Geschichte weitergeht, seien Sie sicher, es wird eine Fortsetzung geben, demnächst in diesem Kino. Aber vielleicht wollen Sie mehr wissen über die Vergangenheit von Heidenragmahn, über König Lart und Hank Almenhardt, über Jeff Arrows und die alten Helden, über ihren Kampf gegen Santana und ihren Gemahl Dymon. Wenn Sie wissen wollen, wie alles angefangen hat, dann kommen Sie mit mir. Wir gehen 25 Jahre zurück in der Zeit. Damals war ich der beste Freund und Berater von Herzog Lart, dem Onkel von König Dymon. Und damals waren wir alle entsetzt. Denn König Dymon gab seine Vermählung mit Santana, der Herrscherin der Unterwelt, bekannt.